Die Sperraktionen des US-Geheimdienstes haben den Bundestag schon oft beschäftigt. Heute aber geht es um ein Füllhorn anderer Themen. Ab 9 Uhr debattiert der Bundestag erstmals über die Gesetzentwürfe zur Neuregelung der Sterbehilfe. Gerd Joachim von Fallois in Berlin. Erwartet uns da eine Debatte, in der die Fraktionsgrenzen praktisch aufgehoben sind? So ist es. Bei solchen ethischen Fragen werden die Fraktionsgrenzen aufgehoben. Das ist ein ganz spannendes Verfahren, wer sich da mit wem zusammentut und wie solche Gruppenanträge eigentlich zustande kommen. Darüber wollen wir auch gleich reden. Die aktive Sterbehilfe ist in Deutschland verboten, die passive Sterbehilfe erlaubt. Und die Diskussion hat sich schon seit einigen Jahren an den Sterbehilfevereinen hochgezogen. Es gab mehrere Bundesratsinitiativen, die dann im Sand verlaufen sind. Es gab in der letzten Bundesregierung eine Initiative für ein Gesetz. Da konnten sich CDU, CSU und FDP nicht einigen. Und nun also in dieser Legislaturperiode ein erneuter Anlauf. Und im Vorfeld haben sich 4 verschiedene Anträge herauskristallisiert und die notwendigen Unterschriften bekommen. Der eine Antrag will das Verbot der Sterbehilfe, ein sogenanntes Totalverbot. Das sind vor allen Dingen Unionsabgeordnete um Hubert Hüppe und Patrick Sensburg. Der nächste Antrag will eine verbotsmäßige Sterbehilfe, eingeschränkte Straflosigkeit für Verwandte und Nahestehende. Das sind unter anderem die Kollegen Kerstin Griese und Peter Hinze. Da sehen Sie schon eine SPD. Pardon, nicht Peter Hinze, ich bin verrutscht. Nein, Michael Brandt. Da muss man genau sein, denn diese Gruppenköpfe spielen eine wichtige Rolle für die Identifikation. Michael Brandt, also von der CDU, Kerstin Griese von der SPD, da sehen Sie schon fraktionsübergreifend so etwas. Der nächste Antrag für ärztliche Sterbehilfe, Legalisierung der Suizidhilfe für Ärzte. Und da ist eben Peter Hinze einer der Gruppenköpfe, gemeinsam mit Karl Lauterbach von der SPD. Und der letzte Antrag für Freigabe der Sterbehilfe, weitreichende Straflosigkeit, Petra Sitte und Renate Künast stehen da als Gruppenkopf. Und wer mich da eben schon korrigiert hat, ist Kerstin Griese, die für den einen Antrag steht, die ich herzlich begrüße. Die Funktion lassen wir heute mal weg. Und Petra Sitte ist ebenfalls bei uns. Frau Griese, ich habe es gerade gesagt, so Gruppenanträge, wie kommen die überhaupt zustande, vor allem so fraktionsübergreifend? Wie muss man sich das vorstellen? Das ist ein ungewöhnlicher Prozess im Bundestag. Und wir haben mit einer ersten Orientierungsdebatte im November letzten Jahres begonnen. Dafür hatten mehrere Abgeordnete Positionspapiere geschrieben. Und wir haben uns quasi langsam auch dem Thema angenähert. Und nach dieser Orientierungsdebatte haben 3 Positionspapiere, darunter war das von meiner Kollegin Eva Högel und mir aus der SPD, wir haben beschlossen, uns mit anderen zusammenzuschließen. Und wir sind jetzt auch der einzige Gruppenantrag, der alle 4 Fraktionen und alle 5 Parteien in seinen Unterstützern hat. Kommen wir gleich zu. Bei Ihnen sind tatsächlich die meisten Unterstützer. Und wie nähert man sich dann inhaltlich in der Arbeit an? Irgendein Büro muss es ja machen. Es muss auch nachher, nach der Stärke der Unterstützer, wird ja verteilt, wer reden darf. Wie macht man das? Indem man sich ganz, ganz, ganz oft trifft und ganz viel redet. Wir haben sehr viele Sitzungen gemacht. Wir haben uns mit Juristen, mit Medizinerinnen und Medizinern getroffen, Hospize besucht, mit Palliativmedizinern gesprochen. Das ist ein sehr, sehr intensiver Prozess. Und man muss wirklich auch jedes Wort selbst schreiben für so einen solchen Gruppenantrag. Das ist aber auch ein sehr demokratischer Prozess. Und ich finde es eigentlich gut, dass wir uns bei so einem schwierigen ethischen Thema nicht auf Vorlagen der Regierung oder der Fraktionsspitzen verlassen, sondern dass wir das richtig selber durchdenken. Und das haben wir sehr, sehr intensiv, ich glaube, so zeitaufwendig wie noch nie bei einem Thema getan und sind dann aber zu dem Schluss gekommen, nur einen ganz kleinen Punkt ändern zu müssen, da wo es um die Sterbehilfevereine und die geschäftsmäßige Suizidassistenz geht. Genau, das wollte ich fragen, Frau Sitte. Warum wird der Gesetzgeber überhaupt aktiv? Der Ethikrat hat gesagt, er hält das für äußerst schwierig. Diese 4 Anträge, die hier vorliegen, Ihrer ist noch der weitestgehende, enden aber alle irgendwo letztlich in einem Verbot, bei Ihrem Antrag lediglich für die Geschäftsmäßigkeit. Aber warum überhaupt muss der Gesetzgeber hier eine Regelung treffen? Also ich bin eigentlich zu dem Antrag überhaupt nur gekommen, weil im Raume stand in der Frühphase, dass es einen Verbotsantrag über alles geben soll. Und mittlerweile wissen wir ja auch, dass es einen solchen Verbotsantrag gibt. Und ich habe für mich immer gesagt, gemeinsam offensichtlich mit anderen, wir haben uns ja auch zusammengefunden, es bedarf eines Gegengewichtes, weil es uns um das Selbstbestimmungsrecht der Menschen ging, um eine autonome Entscheidung und um die Beachtung auch der Würde des Menschen in Punkte nicht nur im Leben, sondern eben auch im Sterben. Und deshalb haben wir eigentlich in unserem Gesetzentwurf eher abgebildet, was schon Sachlage ist, haben nur eine
Eingrenzung gemacht, eben bezogen auf die Gewerbsmäßigkeit, was so viel heißt wie keine Gewinnerzielungsabsicht bei den Vereinen festzuschreiben. Das ist eigentlich alles. Und vor dem Hintergrund, dass in der letzten Legislatur die Bundesregierung ja damals schon einen solchen Gesetzentwurf vorgelegt hat, der dann aber nicht mehrheitsfähig wurde bzw. keine Unterstützung gefunden hat, die dann auch im Vorfeld festgestellt hatte, eigentlich gibt es gar keine wissenschaftlichen belegbaren Fakten, die eine Gesetzesinitiative notwendig machen, sind wir also in eine Situation geraten, uns in dieser ganzen Debatte auch taktisch zu beteiligen. Und das tun wir mit unserem Antrag. Und unser Antrag ermöglicht es eben auch Vereinen unter bestimmten Kriterien, diese Beratung zu leisten. Und dieses Thema seitens des Ethikrates, was Sie angesprochen haben, ja, das sehe ich genauso. Der Ethikrat hat nämlich gesagt, man braucht eine Suizidprävention über die gesamte Gesellschaft. Also man muss das Sterben, wie auch gesagt wurde, wieder zurückholen in die Gesellschaft und in allen Bereichen thematisieren. Dann dürfte es also solche Anträge, solche Gesetzentwürfe wahrscheinlich gar nicht in der Zukunft im Bundestag geben. Frau Griese, Sie stehen für die eingeschränkte Straffälligkeit. Die Angehörigen sollen straffrei bleiben und auch nahestehende Personen. Aber Sie wollen die Vereine verbieten. Fangen wir mit Letzterem mal an. Frau Sitter hat jetzt gesagt, das geht in Ordnung mit den Vereinen. Warum sind Sie gegen solche Sterbehilfevereine? Also unser Weg ist ausdrücklich ein Weg der Mitte. Wir wollen weder ändern, was heute Rechtslage ist, nämlich dass Suizid straffrei ist und damit auch die Beihilfe zum Suizid straffrei ist, noch wollen wir komplett alles öffnen, sondern wir sagen, das wirkliche Problem ist, dann, wenn geschäftsmäßig, das heißt auf Wiederholung angelegt und als Hauptgeschäft von einem Verein oder einer Einzelperson der Tod angeboten wird. Und wir haben da einen Zustand, wo man bei Sterbehilfe Deutschland für 7.000 Euro sofort die Suizidassistenz bekommt. Für 2.000 Euro muss man ein bisschen länger warten. Das halte ich für ethisch nicht tragbar. Wir wollen stattdessen, dass die Menschen die bestmögliche Versorgung mit Palliativmedizin bekommen, mit Hospizen. Und wir meinen, die Antwort für Menschen, die in verzweifelten Situationen sind, die Schmerzen leiden, darf nicht der assistierte Suizid auf Abruf sein, quasi die Tablette auf dem Nachttisch, sondern die Antwort muss sein, dass wir eine sorgende Gesellschaft sind, die die Hospiz- und Palliativmedizin ausbaut. Es gibt ganz viele Menschen ehrenamtlich aktiv in der Hospizarbeit. Das ist eine ganz segensreiche, tolle Arbeit. Da brauchen Menschen Begleitung, Unterstützung und natürlich Schmerzlinderung. Das kann die Palliativmedizin heute. Und wir wissen aus vielen, vielen Gesprächen, dass der oft verzweifelt geäußerte Suizidwunsch dann auch wieder weggeht, wenn man weiß, wie die Schmerzen gelindert werden können. Insofern ist unser Antrag einer, der zum Leben ermuntern will und der ausdrücklich die Geschäftsmäßigkeit von assistierten Suizid einschränken will. Wir wollen nicht, dass das eine normale Option ist, die man sich abrufen kann wie andere. Und wir haben die Sorge, dass dann gerade alte, kranke Menschen, die Angst haben, jemandem zur Last zu fallen, dazu gedrängt werden können. Ich muss noch mal bei den Sterbehilfevereinen ansetzen. Geschäftsmäßig auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite gewerbsmäßig. Das ist ein bisschen kompliziert auseinanderzuhalten. Also ich verstehe es noch nicht ganz, weil nämlich die Vereine verlangen ja Mitgliederbeiträge. Insofern verdienen sie damit ja Geld. Was heißt verdienen damit Geld? Also in unseren Kriterien wird klar, dass es erstens vor allem um Prävention geht, dass in diesen Gesprächen eben auch mit den Betroffenen, mit den Angehörigen unter Umständen, je nach Wunsch der Betroffenen, auch diese Fragen geklärt werden. Welche Alternativen gibt es denn eigentlich? Palliativmedizinisch, ist ein Hospizplatz nicht das Bessere? Welche Schmerzverhütung gibt es etc.? Und das gehört mit zu diesem Konzept. Und Sterbehilfevereine, das haben wir ja auch gemerkt in den vielen Diskussionen, dass sich Ärzte zum Teil überfordert fühlen, Angehörige überfordert fühlen, dass das Mitleid mitschwingt, gerade bei Angehörigen. Das ist ja keine Diskussion auf neutralem Boden. So ein Verein kann solche Kompetenzen aufbauen. Wir haben das ja in anderen existenziellen Bereichen auch, solche Vereinskompetenzen aufgebaut. Und es ist ja auch nicht sicher, dass nach unserem Gesetzentwurf nicht in der Vereinslandschaft eben auch Veränderungen stattfinden, entweder neue Vereine oder die bestehenden Vereine genau unter diesem Blickwinkel, die Frau Griese genannt hat, eben ändern müssen, ihre Satzungen. Und deshalb gehört das aus unserer Sicht genauso zu den Beratungen, wie man es eben mit Ärzten, wie man es eben mit Angehörigen betreibt, um auch sozusagen einen Raum außerhalb der persönlichen Betroffenheit zu schaffen. Und die Kriterien, die wir dafür setzen, selbstbestimmte Entscheidungen, Ergebnisoffenheit und dergleichen mehr, Transparenz, das gehört also für uns mit dazu. Und ich will mal sagen,
das ist überhaupt keine Normalität. Also ein Hospizmediziner hat mir gesagt, wir haben etwa 2000 Fälle im Jahr, in denen Betroffene beschreiben, ich möchte Suizidhilfe haben. Dann finden Gespräche statt. Am Ende bleiben von diesen 2000 2 bis 4 Fälle übrig. Das heißt, 1696 Gespräche, die geführt wurden, haben zu einem ganz anderen Ergebnis geführt. Aber es gibt eben diese Einzelfälle, die besonders tragisch sind, wo der Tod eben nicht Schrecken, sondern Erlösung ist. Und das muss man einfach berücksichtigen, wenn man Selbstbestimmungsrecht des Menschen mit umsetzen will. Aber man muss auch sagen, dass Sterbehilfevereine heute in Deutschland, aber auch die in der Schweiz, den assistierten Suizid eben nicht nur für schwer kranke Menschen anbieten. Sie bieten ihn auch für Menschen an, die lebensmüde sind, für Menschen, die psychisch krank sind. Das halte ich für absolut gefährlich und nicht in Ordnung. Denn psychisch kranken Menschen, die meisten sind, die einen Suizidwunsch äußern, die kann man immer behandeln. Nicht immer komplett heilen, aber immer behandeln. Und deshalb sage ich nochmal, das, was die Sterbehilfevereine in Deutschland heute machen, halten wir für ethisch nicht tragbar. Wir wollen stattdessen, und da sind wir uns ja glücklicherweise einig, viel mehr Beratung, Hospizarbeit, Palliativmedizin. Aber wäre nicht dann der Antrag von Peter Hinze, den ich vorhin versehentlich in Ihren Antrag gebracht habe, sinnvoll, dass eben die Ärzte das letzte Wort haben? Man ist ja als Patient, auch als Angehöriger, völlig hilflos. Man weiß ja nicht, wenn ich jetzt die Geräte abschalte, was passiert dann. Man braucht doch ärztliche Beratung. Wäre der Arzt also nicht die richtige Stelle, um so eine Entscheidung zu treffen? Der Arzt ist immer die richtige Stelle für das vertrauensvolle Gespräch, natürlich. Und das bleibt auch so. Und bei uns bleiben auch alle ärztlichen Handlungsmöglichkeiten erhalten. Der Antrag von Hinze und Lauterbach suggeriert aber, es gäbe eine völlige Rechtsunsicherheit und man könnte nicht helfen. Das ist absolut falsch. Schon heute ist ganz klar, besonders wenn man eine Patientenverfügung macht, passive Sterbehilfe ist erlaubt, indirekte Sterbehilfe, das Abschalten von Geräten ist selbstverständlich erlaubt, wenn der Patient das wünscht oder festgelegt hat. Es ist sogar erlaubt, die palliative Sedierung, und das ist ein ganz wichtiger Schritt, gerade bei Menschen, die schwere Schmerzen haben. Deshalb halte ich den Antrag Hinze-Lauterbach für falsch. Er suggeriert eine Unsicherheit, die nicht da ist, und er schafft einen Persilschein für Ärzte, assistierten Suizid zu leisten, was übrigens auch nicht funktionieren wird, denn es wird immer eine ethische Gewissensentscheidung des einzelnen Arztes bleiben. Wir wollen keine Normierung, dass es nach Punkt 1 bis 5 das Recht auf assistierten Suizid gibt, sondern wir wollen ethische Einzelfallentscheidungen und möglichst großen Freiraum der Ärzte. Sie wollen den möglichst größten Freiraum. Was ist denn mit psychisch Kranken, Demenzkranken? Die wollen Sie ausnehmen, aber wer bestimmt das vorher? Das bestimmt natürlich das Gespräch. Das ist auch heute schon so, dass für psychisch Kranke Sterbehilfe nicht geleistet wird. Selbstverständlich muss man trotzdem drüber reden, das ist ganz klar. Bezogen auf die Ärzte muss ich sagen, meine Erfahrung ist aus Gesprächen mit Medizinern, dass sie selber sagen, wir haben gar nicht die Kompetenzen, ganz abgesehen von den ethischen Vorstellungen, die sie haben, wenn sie eben in einem konfessionell gebundenen Krankenhaus oder Einrichtung arbeiten. Aber auch dort bedarf es erstmal eines großen Maßes an Fortbildung, und auch Mediziner fühlen sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt dort nicht entsprechend vorbereitet. Frau Giese, Dignitas in der Schweiz, da können ja auch Ausländer hinfahren. Bei Ihrem Gesetzentwurf bleibt so ein bisschen unklar. Wenn ich als Angehöriger meinen Angehörigen da hinfahre, dann gehe ich straffrei aus. Was ist denn, wenn ich als guter Freund meinem guten Freund einen Gefallen tue? Wir legen fest, dass die Teilnahme an der Straftat, nicht die Straftat selbst, sondern die Teilnahme an der Straftat, wenn sie von Familienangehörigen oder nahestehenden Menschen, das ist bei uns gesetzlich genau definiert, wer nahestehende Menschen sind, wenn die Teilnahme passiert, dass es dann straffrei bleibt, weil wir nicht in die Familien hinein mit dem Strafrecht wirken wollen, sondern es geht uns um die Tat selbst. Es geht uns darum, wenn geschäftsmäßig assistierter Suizid betrieben wird. Das wollen wir verbieten. Ja, Frau Sitte, und vielleicht abschließend, jetzt wird also hier über die Anträge gleich gesprochen und gerungen. Im November soll dann entschieden werden. Was kann sich denn da in so einem Gesetz noch tun in den nächsten Monaten? Da kann sich noch eine ganze Menge tun. Da können sich beispielsweise eben auch über Schnittmengen einzelne Anträge treffen. Das ist schon so, und das ist auch die Erfahrung aus den letzten Jahren, dass sich im Zuge der Anhörung dann nochmal Veränderungen ergeben haben. Aber wie gesagt, wenn Menschen ihr ganzes Leben lang dazu aufgefordert werden, für ihr Leben verantwortlich zu sein, wieso soll das beim Sterben aufhören? Frau Sitte, vielen Dank. Frau Griese, danke, dass Sie da waren. Sie müssen rein, denn gleich geht es ja hier mit der Debatte los. Und da beide zu den sogenannten Gruppenköpfen gehören, gehe ich mal davon aus, dass beide auch in der Debatte sprechen werden. Sie haben es ja gerade gehört. 4 Anträge also. Der Antrag von Frau Griese, der also die Angehörigen nach wie vor straffrei dann stellen wird, der hat momentan die Mehrheit. Da ist zum Beispiel auch der Bundesgesundheitsminister unter den Unterstützern. Und auch die Bundeskanzlerin hat sich in diese Richtung geäußert. Der Antrag von Frau Sitte, die
Freiheit eigentlich auch für Vereine soll erhalten bleiben. Dieser Antrag hat ungefähr 50 Unterstützer im Moment. Und der Antrag von Peter Hinze und Co., da geht es ja darum, dass die Ärzte eben diese Sterbehilfe leisten sollen. Dieser Antrag hat etwas über 100 Unterstützer. Im Moment bei Patrick Sensburg und Co., also dem totalen Verbot, sind es etwas mehr als 35 Abgeordnete. Und viele Abgeordnete haben sich noch nicht entschieden. Sie werden heute sicherlich die Debatte nutzen, um sich das ein oder andere Argument noch mal anzuhören. Aber bei solchen ethisch letzten Fragen, da ist es dann schon die Frage, was in den nächsten Wochen und Monaten noch die Position verändern kann. Vielleicht bei denen, die noch nicht entschieden sind. Es ist ein schwieriges, es ist ein kompliziertes Thema. Und ich gebe jetzt rein, wir wollen mal schauen, ob der Bundestagspräsident mittlerweile das Plenum betreten hat. Nein, ich sehe, er ist noch nicht da. Dann kann ich Ihnen also noch mal die einzelnen Anträge ganz kurz vorstellen. Der weitestgehende Antrag ist ein Verbot der Sterbehilfe, ein Totalverbot quasi von Patrick Sensburg und einigen Unionsabgeordneten eingereicht. Der Antrag, der bisher hier die weite Mehrheit der Unterstützer genießt, ist der Gesetzentwurf der Abgeordneten Kerstin Griese, Michael Brandt von der Union und Harald Terpe von den Grünen. Also alle Fraktionen sind dabei. Es gibt auch Linke. Das ist ein Verbot geschäftsmäßiger Sterbehilfe, die eingeschränkte Straflosigkeit. Der dritte Antrag für ärztliche Sterbehilfe, Legalisierung der Suizidhilfe durch Ärzte, eingebracht durch Peter Hinze und Karl Lauterbach und andere. Und der letzte Antrag ist der von Petra Sitte und Renate Künast. Freigabe der Sterbehilfe, weitreichende Straflosigkeit. Und nun ist Norbert Lammert erschienen. Jetzt kann es hier gleich losgehen.